Tennisstar Novak Djokovic ist in Australien angekommen, aber muss schon bald wieder gehen. Nach der Aufhebung seines Visums wurde er am Donnerstag in ein Quarantänehotel im Melbourner Stadtteil Carlton gebracht. Dort muss er auf seine Ausreise warten. Ministerpräsident Scott Morrison: Rules are rules. Regeln sind Regeln und es gibt keine Sonderfälle. Das finden die Fans des Weltranglisten-Ersten gar nicht gut. Vor dem Quarantänehotel äußerten sie ihren Unmut. Danke Australien, dass sie ihn wie einen Flüchtling oder Kriminellen einsperrt. Vielen Dank, wirklich. Wir sind hergekommen, um ihn zu unterstützen. Es ist einfach nicht fair und ihm gegenüber diskriminierend. Djokovic will seinen Impfstatus nicht offenlegen, aber trotzdem an den Australian Open teilnehmen. Wegen fehlender Belege wurde eine Ausnahmegenehmigung von der Impfpflicht annulliert. Der Tennisstar will eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung beantragen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen aus dem Umfeld des Turniers.